Hallo und willkommen auf der Karte Hijacked. Mein nächster Map-Guide befasst sich mit der schönen Schiffkarte Hijacked. Während ich euch kurz mal die Spawns zeigen möchte, die einerseits natürlich auf der einen Seite des Schiffes sind und dann hier durchgeflogen auf der anderen Seite sind, möchte ich natürlich wie immer erstmal mit den Capping-Spots anfangen. Das Schiff ist so aufgebaut, dass es mitten auf dem Meer liegt. Man hat natürlich eine obere Ebene, eine mittlere Ebene und eine untere Ebene. Ich möchte euch heute ein paar Sachen zeigen, wie ihr auf dieser Karte am besten vorgeht und wie man am besten sie spielt. Dazu gucken wir uns natürlich als erstes mal die Herrschaftspunkte an. Hier wäre der Herrschaftspunkt C. Man kann Herrschaftspunkt C eigentlich relativ gut hier auf eine dieser beiden Seiten einnehmen. Ich bevorzuge aber die taktischste Variante, nicht einfach mitten in den Weg legen, sondern es gibt die Möglichkeit, diese Bänke hier zu nutzen. Wenn ihr euch da drauf legt, könnt ihr sie eigentlich sehr, sehr gut einnehmen, ohne dass ihr von hinten gesehen werdet. Oder von vorne. Das kann man auf beiden Seiten vornehmen, also dieses Einnehmen. Und ist natürlich, wenn man das zu zweit macht, tausendmal schneller. Schwierig ist natürlich auf dieser Karte, diese Flaggen auch zu verteidigen, weil ich finde, man hat von der Position aus wenig Möglichkeit, hier zum Beispiel sich schnell zu wehren. Man kommt jetzt hier von der Parkbank, wie ich sie so schön getauft habe, wenig runter, also nicht so schnell runter, aber man hat natürlich dann die Möglichkeit, sehr, sehr sicher die Flagge einzunehmen. B sollte man wirklich sehr, sehr schnell einnehmen. Hier habt ihr die Möglichkeit, einmal auf dieser Seite einzunehmen. Da müsst ihr natürlich auf die beiden Ecken hier aufpassen. Das ist, sage ich mal so, dieser gefährlichste Spot. Also B ist ein extrem krasser Spot zum Einnehmen, wie ich persönlich finde. Sollte man immer zu zweit machen. Meistens hat man auch die Möglichkeit, hier links welche wegzuholen und auf der rechten Seite Gegner wegzuholen. Aber wenn ihr hier auf diese beiden Punkte achtet und auch auf die ich gezielt habe, dann werdet ihr schon schnell sehen, dass ihr die Möglichkeit habt, dementsprechend dort auch das zu zeigen, was ihr gerne möchtet. So, ich zeige euch das jetzt mal von der anderen Seite. Hier habt ihr den A-Spot. Der ist meiner Meinung nach der ultra krasseste Spot, den ich in Domination kenne. Man hat wirklich kaum eine Deckung. Also ich kenne hier keinen Capture-Spot, außer sich direkt hier wirklich hinchillen und verteidigen, weil man hat wenig Möglichkeiten, wenn Gegner von links oder von rechts kommen, hier was auszurichten, weil die Spawns sind ja hinten, da bei diesem Ding habt ihr ja gerade gesehen, wo ich gespawnt bin, und dann hat man wirklich keine Möglichkeit, hier A perfekt einzunehmen. Ja, jetzt seht ihr mal das Ganze natürlich von der anderen Seite, wie man B am besten capturen kann. Hier oben auf dem Ding lässt es sich gut capturen, hier in der Mitte lässt es sich gut capturen. Immer auf diese beiden Punkte, die ich immer zeige, aufpassen, also links und hier rechts diese beiden Tonnen. Ja, das war's soweit zu den Capture-Spots. Als nächstes möchte ich euch ein paar Laufspots zeigen oder einfach Laufwege, die ich gerne laufe. Also zum Beispiel mein erster Spot, den ich gerne anpeile, ist der hier. Ich laufe dann unten lang. Ihr müsst hier aufpassen, dass keine Gegner euch entgegenkommen. Ihr solltet versuchen, auf dieser Karte meiner Meinung nach mit einer SMG zu spielen. Finde ich hier sehr, sehr gut. Dann kann man hier gleich an diesen Punkt hingehen und am Spawn ein paar Gegner abfangen. Was ich dann auch sehr gerne mache, ist hier dann da rein, weil dann hat man auch einen guten Blick, aber ist natürlich ohne Deckung. Man kann hier die Treppen hochlaufen, das ist auch eine Möglichkeit, hier gleich hoch zu rushen und da dementsprechend ein paar Gegner mitzunehmen. Das sind so die ganzen Sachen. Hier zum Beispiel auch an der Kiste ist ein guter Spot, wo man Gegner wegholen kann. Das finde ich sehr, sehr cool, weil die spawnen direkt hier vor einem und da hinten, wo ich jetzt gerade hinziele. Also das sind so High-Traffic-Areas, wo ich mich am meisten aufhalte und auch versuche am meisten zu bewegen. Hier ein schöner Nade-Spot, der meistens zu einem Spawn-Kill führt. In meiner nächsten Kategorie, während wir hier schön vom Boot aus gucken, möchte ich euch ein paar Spots zeigen, wo ihr denn eure Killstreaks oder Scorestreaks einsetzen könnt. Ich denke, das ist eine gute Erweiterung von meinem Map Guide, dass man irgendwie ein paar Plätze zeigt, wo man denn in Ruhe das Ganze einsetzen kann. Und ich finde diesen Platz hier einfach perfekt. Man kommt hier hin. Ich finde, ich habe noch nie einen hier unten gesehen, der irgendwas gemacht hat. Jetzt wissen es wahrscheinlich viele, also da unten einfach an die Boote hinlegen oder hier an dieser einen Stelle. Hier zeige ich es jetzt nochmal, wie man auf die Boote kommt. Da ist es im Endeffekt so, entweder hier hinlegen oder halt hinten auf die Boote drauf oder dann an die rechte Seite. Das sind so Punkte, ich denke, da habt ihr eure Ruhe und könnt auch dementsprechend hier sieht man es nochmal, direkt auf die Boote drauf ist ein Punkt, da werdet ihr wahrscheinlich, wenn ihr jetzt den Spot natürlich nicht weiter erzählt, fast nie weggeholt. Ich habe noch nie hier jemanden gesehen, der seine Scorestreak eingesetzt hat. Man kann hier auch, ihr seht es jetzt hier, weiter vor und dann seid ihr weg. Ein anderer Punkt, wo man seine Scorestreak legen kann, ist hier, da an dieser Stelle.
Das ist natürlich auch ein Spawnpunkt. Ist riskant, weil da kommen Nades meistens hin, aber ich finde es eigentlich nicht schlecht, weil hier erwartet man euch nicht unbedingt. Zu guter Letzt möchte ich euch noch ein paar Nade-Spots zeigen. Also der eine wäre hier quer über dieses Ding. Ich nenne es immer Sauna. Da kann man sich einen Gegner schön abholen, die dann auf B versuchen zu rushen. Könnte man es nochmal sehen, auch aus der Pose hier mit der Ecke mitnehmen. Wenn da innen irgendwelche Sniper campen, bam, könnt ihr die auch schön wegholen. Werfen ist eigentlich ziemlich nach Gefühl. Könnt ihr eigentlich relativ easy machen, immer schön über dieses Ding drüber. Und jetzt mein absoluter Favorite-Spot auf der Karte. Hier eine Nade rein. Und es ist einfach nur Bombe. Hier direkt die Nade rein. Wenn unten bei Stellung welche sind, da ist direkt hier die Stellung und dann kann man hier Gegner wirklich perfekt wegholen und holt sich meistens einen Multi. Das gleiche gilt natürlich in die andere Richtung. Einfach so werfen wie gezeigt. Dann rollt die Kugel perfekt auf B und macht hoffentlich ein Hole in One. Das gleiche hier nochmal aus einer anderen Sicht. Kann man auch kombinieren mit zum Beispiel Concussion Grenades oder einer normalen Granate. Dann seht ihr es ja auch nochmal hier. Bam! Das Ding rollt nach oben und holt da meistens ein, zwei Gegner weg. Das gleiche gilt natürlich auch, wie gesagt, für die andere Richtung. Wenn hier unten die Stellung ist, wenn der Gegner ein paar Stun-Grenades runterwirft, kann er einfach da eine Nade nachwerfen und ihr seid dementsprechend down. Cooles Ding, hoffe es gefällt euch und schön weitererzählen den Spot, ne? Ja, dann werde ich mal mit dem Kreuzfahrtschiff mal wieder weiterdampfen, meine lieben Call of Duty-Freunde. Ich sag vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, ich konnte euch helfen und wir hören uns. Servus!